Der Carsten hat mich gefragt, wie entstehen eigentlich Gaps und was bedeuten sie? Gaps, das sind ja diese Kurslücken, also diese Kursunterschiede, wenn eben der Handel nicht stattgefunden hat und der Kurs zum Beispiel deutlich höher aufmacht als der letzte Schlusskurs oder deutlich tiefer schließt. Da spricht man dann von einer Kurslücke, einem sogenannten Gap. Und er wollte wissen, wie kann es denn sein, dass jetzt diese Kurslücken entstehen? Haben institutionelle Trader und Fondsmanager damit zu tun? Oder generell, was bedeuten sie im Chart und was soll er daraus interpretieren? Nun, Carsten, es ist ein spannendes Phänomen. Kurslücken sind einfach Muster im Chart, die man immer wieder beobachtet, gerade bei jetzt zum Beispiel illiquiden Aktien oder eben auch Werte, die lange nicht gehandelt wird. Also zum Beispiel an der Forex wird ja 24/7 theoretisch gehandelt und man kann eben hier intraday zumindest über die Woche regelmäßig Kurse feststellen, aber da gibt es relativ wenige Gaps. Bei anderen Aktien, die vielleicht nur von 9 bis 17.30 Uhr gehandelt werden, gibt es dann meistens größere Kurssprünge, gerade wenn dann nachbörslich vielleicht noch Nachrichten bekannt gegeben werden. Und wie hängt das jetzt zusammen? Was bedeutet das? Generell muss man sagen, in einer sehr volatilen Marktphase, also wenn sehr viel passiert, wie zum Beispiel im März, und man sich da die Kasse im DAX anguckt, die ja eben auch nur von 9 bis 17.30 Uhr gehandelt wird, dann sieht man auch im Kassemarkt relativ viele Kurslücken, weil natürlich viel noch nachbörslich passiert und hier entsprechend dann global auch die Nachrichten kommen und die Kurse darauf reagieren. Wenn wir eben einen geregelten Handel haben, wie auf dem Marktplatz auch, Angebot und Nachfrage treffen regelmäßig und direkt aufeinander, dann gibt es hier auch den Preis, dann kann man eben sagen, der Apfel, die Birne, was auch immer, kostet 1-2 Euro. Wenn der Markt jetzt geschlossen ist und wir uns am nächsten Tag erst treffen, aber zum Beispiel der Großhandel keine Äpfel, Birnen oder was auch immer bekommen hat, dann geht natürlich der Preis entsprechend nach oben und der Apfel wird teurer. Wir hätten hier also ein Gap-Up, eine Kurslücke nach oben, einfach weil der Handel quasi verknappt ist, das Gut nicht mehr da ist und der Preis eben steigt. Und so ist es an der Börse auch. Wenn eben Nachrichten positiv sind, gibt es Kurslücken nach oben. Wenn Nachrichten negativ sind, kommen logischerweise die Lücken nach unten. Fürs Trading sagt man, dass so 80% der Kurslücken geschlossen werden. Man spricht hier von sogenannten Erschöpfungslücken, die dann eben auch zugehen und die restlichen Gaps dann tatsächlich auch so schnell nicht geschlossen werden. Also man sagt auch, irgendwann wird jedes Gap geschlossen, gut, fair enough. 10 Jahre später bringt mir so ein Gap-Close als Trader auch nichts mehr, da ist meine Liquidität schon lange weg. Aber so 20% der Gaps sind sogenannte Continuous Gaps, also fortlaufende Gaps, wo der Markt dann weitergeht, wenn eben eine sehr starke Dynamik da ist. Und was bedeutet das jetzt fürs Trading und Investment? Ich bin jemand, ich handle nicht unbedingt so gerne Gap-Close. Und wenn ich diese Kurslückenschließungen handle, würde ich das eher auch bei Abwärtsbewegungen machen. Also stell dir vor, der Markt eröffnet tiefer. Das heißt, in der Auktion zum Beispiel wird der Markt tiefer festgestellt, handelt dann bis zur Kurslücke wieder hoch, dann geht er runter. Das würde ich tendenziell handeln. Was ich eher als Fortsetzungslücke handeln würde, ist so eine Sache wie der Short Superstar, den du vielleicht aus der Ausbildung kennst. Wenn eben hier eine Erschöpfungslücke ist und der Markt nach einem anfänglichen Gap nach oben wieder deutlich weiter nach unten geht. Also pauschal zu sagen, jedes Gap wird geschlossen, wäre ich persönlich vorsichtig, weil es natürlich fürs Risiko und Money Management sehr schwierig ist, weil du tendenziell in eine sehr große Verlustposition laufen kannst. Nichtsdestotrotz, viele dieser Bewegungen, und darum ging es Carsten in seiner Frage auch, entstehen über Nacht, weil da kein Handel stattfindet, zum Beispiel jetzt in der Kasse im DAX. Und damit sind sie eben in der Regel nicht von Institutionellen gemacht, sondern sie kommen durch Bieterverfahren zustande, sogenannte Auctions, wo eben auch viele Gefühle reingehen und wo man dann selber auch unsicher ist. Und das ist meine Erfahrung, der beste Marktpreis ergibt sich dann eben, wie am Marktplatz auch, durch Angebot und Nachfrage in einem kontinuierlichen, einfachen, liquiden Handel. Und der fehlt dann einfach bei diesen Kurslücken. Das heißt, ich würde auch nicht zu viel reininterpretieren, wenn es jetzt keine substanziellen Nachrichten gab, sondern wenn über Nacht vielleicht ein Gap passiert, wo es keine Gründe für gab, dann würde ich auch sagen, ist die Wahrscheinlichkeit größer als 80%, dass es geschlossen ist. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Leute, die sich hier falsch positioniert haben und dann in der Nacht vielleicht Positionen eingegangen sind oder geschlossen haben oder dann in dieser Auction sich irgendwie verkalkulieren. Deswegen würde ich diesen Auktionspreisen nicht ganz so viel Gewicht zumessen wie tatsächlich dem Handel tagsüber. Und deswegen haben Gaps für mich auch nicht die allergrößte Bedeutung. Also lieber Carsten, Kurslücken sind diese Gaps, sind diese Unterschiede zwischen dem gehandelten Preis und einem neuen Eröffnungskurs. Das kommt einfach dadurch zustande, weil die Nachrichten ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer auf die Börse einwirken, aber der Markt zum Glück nicht immer offen hat. Und früher war die Handelszeit 2 Stunden um die Mittagszeit. Da hat sich ja mit der Digitalisierung auch viel verändert. Kurslücken haben noch eine Bedeutung, gerade wenn der Markt sehr volatil ist, sehen wir sie sehr häufig.
Ich würde sagen, wenn sie über Nacht ohne Nachrichten kommen, bitte nicht zu viel reininterpretieren. Das ist kein Zeichen von inhärenter Stärke, weil die Profis nicht dabei sind, sondern das ist dann wahrscheinlich eher ein Misspricing. Achte eher auf die Preise, die du tagsüber bekommst. Als Trader gilt es eher, Gaps zu vermeiden. Da kannst du natürlich auch keinen Stop-Loss setzen. Wenn es einen Gap gibt, dann wirst du einfach zu einem schlechteren Kurs ausgeführt, weil ein Stop ist ja keine Garantie, sondern du handelst dann bestens oder billigst. Und deswegen achte im Trading darauf, hedge dich vielleicht, wenn du keinen Stop-Loss sehen willst. Im Investment musst du mit Gaps immer wieder leben. Und damit ist die Frage beantwortet, was eine Kurslücke ist, wie die Bedeutung ist. In vielen Trading-Strategien greife ich das mit auf und da kann man sicherlich Stunden drüber sprechen, aber für pauschal mal in 7 Minuten das beschreiben, habe ich es ganz gut gemacht. Und damit meine Bitte an dich, wenn dir das Format Frag den Fondsmanager gefällt, wenn du eine Frage hast, gerne unten in die Kommentare rein oder per Instagram, per Facebook, per E-Mail an mich. Ich freue mich, deine Fragen beantworten zu können. Dafür ist das Format da. Solange es gute Fragen gibt, werden wir das Format auch weiterführen. Daumen gerne nach oben, gerne den Kanal abonnieren und gerne mir auch deine Erfahrungen zum Thema Gaps und deine Fragen vor allen Dingen unter dem Video auch schreiben.